Vielen Dank für die kurze Einleitung. Und ja, meine Damen und Herren, wie es schon jetzt gesagt wurde, das Thema des meines Vortrages, wie es auch hier steht, also die Entwicklung eines innovativen thermischen Umformverfahrens zur Herstellung von Magnesiumstrukturbauteilen mit hohem Umformgrad für industrielle Anwendung. Ja, diese Arbeiten sind im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Firma Gustav Rudolf in Sachsen-Erzgebirge Aue durchgeführt worden. Die Firma ist tätig für alles Autoteile, Lieferant für Automobilindustrie. Ja, in meinem Vortrag werde ich, lassen Sie mich erstmal ein paar kurze Worte zu unserem Steinbeiß-Innovationszentrum sagen. Wir sind, unsere Tätigkeit liegt in der angewandten Forschung und Entwicklung, Konstruktion, produktiven Herstellung für industriellen Einsatz. Diese befasst sich mit der Werkstoffverarbeitung, Fiege-Technologieentwicklung und Bauteilgestaltung, Konstruktion, Auslegung, wie es auch hier gezeigt wurde. Ja, insgesamt, ich werde in meinem Vortrag auf folgenden Punkten hingehen. Eine kurze Motivation, Zielstellung der Untersuchungsarbeiten, warum haben Sie das getan und oder welche Gründe und die Herausforderungen, Probleme, die auch uns getroffen haben bei Umformen dieser von Magnesiumwerkstoffen, sowie auch als nächster dann Auszüge aus der Untersuchung und Simulationsergebnisse anhand durchgeführter Simulationsrechnung mit einem viskoplastischen Simulationsmodell und praktische Untersuchung für den Einfluss der Prozessparameter, den Eigenschaften darstellen und dann zum Schluss werde ich einige Anwendungsbauteile, die auch hier auf dem Tisch liegen jetzt, die wir aus mit diesem beiden Umformprozess biegen und tiefziehen hergestellt haben und ihren Einsatz auch gefunden haben. Und zum Schluss eine kurze Zusammenfassung für meinen Auftrag, von meinem Vortrag geben. Ja, meine Damen und Herren, die Vorteile oder diese Motivation von Magnesiumwerkstoff zählt zu den leichtesten Metallen. Also er ist leichter als zum Beispiel als Aluminium und ein Drittel leichter und man kann auch 30% Gewicht sparen. Weiterhin ist sein Vorkommen, vielfältiges Vorkommen in vielen Bereichen, also wie Meereswasser etc. Und dann seine Bearbeitbarkeit sowie auch seine sehr gute Gießbarkeit. Ja, Sie sehen hier auch seine Dichte gegenüber dem Aluminium, LAMG3 zum Beispiel, und gegenüber Stahl und sowie auch seine Festigkeit, also diese, zum Beispiel diese Aluminium, diese Magnesiumlegierung AZ31. Weiterhin, ja, schön und so das alles, aber es gibt technische Probleme, Nachteile. Was sind das zum Beispiel? Ist seine Brennbarkeit und seine Korrosionsanfälligkeit, so genauso auch diese Duktilität. Und mit dieser Problematik der Duktilität ist aufgrund der seiner dichtesten kristallisierten hexagonalen Kugelpackung. Das heißt, das Magnesium im Raumtemperatur ist nicht verformbar. Nur die Lösung ist eine Erwärmung auf eine Temperatur über 225 Grad Celsius. Dann kann oder wird eine zusätzliche Aktivierung der paramedialen Gleitebenen und dadurch wird das Magnesium duktiler und verformbar. Bei Temperaturen größer als 225 Grad entsteht dann Prismengleitung, diese auch begünstigen eine bessere Verformbarkeit. Weitere Probleme sind zum Beispiel bei der Konstruierung der Umformtechnologie sind die Oberflächenbeschaffenheit, das heißt die Richtung der Walz, diese Fließrichtung des Materials, das heißt der Bleche, ist das links oder quer und genauso auch die Temperatur und Prozessführung sowie auch diese Verfügbarkeit von anpassenden Werkzeugen. Was haben wir? Welche Umformverfahren haben wir jetzt eingesetzt, wie ich vorhin erwähnt habe?
also aus dem Zugdruck umformen, ist dies, das ist die 10. Und aus dem Biegenprozess, Biegumformen, ist dies eine Biegen mit geradliniger Werkzeugbewegung. Sie sehen hier die beiden Verfahrensprinzip, also die, das Biegen umformen und das, und die, das Tiefziehen. Ja, Zielkriterien waren bei der Entwicklung dieses beiden Prozessor ist eine hoher Umformgrad, Bauteilrissfreiheit und keine bzw. geringfügige Einsatz von Schmierstoffen für den Anpassung des Umformgrades sowie auch saubere Bauteiloberfläche und genauso auch die Herabsetzung der erforderlichen Temperatur. Das werden wir auch sehen, wie wir auch meine Ergebnisse darstellen werden. Ja, Untersuchungsschwerpunkte bzw. Randbedingungen waren, ist die Variation der Blechdicke von 1 mm bis 3 mm und dann auch die Temperatur der Platine, also des Werkstücks, von Raumtemperatur bis 300 Grad Celsius, sowie auch das Einführung von Inertgas, um die Oberflächen während des Umformens von Sauerstoff, also mit feuchter Luft, abschirmen zu können. Wie es auch bekannt, das Magnesium ist an Sauerstoff anfällig und bildet einen Oxid bzw. später eine intermetallische Korrosion, die auch Probleme bereiten können. Ja, und die Werkzeugtemperatur wurde aufgrund von Voruntersuchung auf 150-200 Grad Celsius konstant gehalten. Und als bei Biegeprozess wurden die Biegeradien auch variiert von 1 mm bis 7 mm. Und Einsatz untersucht wurde auch, dass den, ob der Einsatz von Schmierstoff eine Vorteile bringt, bzw. bessere Umformvermögen zeigt für den umgeformten Blechen. Ja, Sie sehen in den beiden Bildern hier die benutzten Werkzeuge mit den integrierten Systemeinheit, die wir jetzt aufgebaut haben, also mit Temperatureinführung für die Platine und für den Werkzeug von Stempel, Matrize und dann auch eine Gehäusung, das gesamte Werkzeug, um eine Inertgas zu führen. Genauso, das trifft auch das Tiefwerkzeug und Biegewerkzeug. Ja, wie ich vorhin erwähnt habe, das Magnesium, insbesondere diese Magnesiumlegierung, hochduktilen Knetenlegierung, AZ31, wirken verschiedene Einflussfaktoren auf sein Umformverhalten. Und sieht man auch anhand diesem Diagramm auch, dass das Werkstücktemperatur eine große Rolle spielt und die Umformgeschwindigkeit auch, wo wir auch hier eine langsame Umformgeschwindigkeit genutzt oder verwendet haben. Und das Umformen der Bleche entweder links oder quer zur Fließrichtung spielt auch eine Rolle und die Werkzeuggeometrie wie Radien etc. und sowie auch Einsatz, ob man einen Einsatz von Schmierstoff, wenn man auch darauf verzichten, auf umweltfreundliche Sachen sowie auch Prozesssparung und so weiter. Ja, Sie sehen hier, je größer die Temperatur, desto wird der Umformgrad besser und geht in Richtung bis 0,8-0,9%, also 80-90%. Rechts von diesem Diagramm sind das Einfluss der Linksrichtung und Querrichtung der, der Fließrichtung des Materials, das heißt die Spannung in Abhängigkeit von Dehnung. Und Sie sehen bei den strang gepressten Blechen gegenüber einer gewalzten Blechen, hier ist festzustellen, dass die gewalzten Blechen sind besser oder haben bessere Dehnung gegenüber Blechen aus, also strang gepressten Blechen und insbesondere in Linksrichtung. Wir haben auch bei Biegenprozessuntersuchung eine physikoplastische Modell aufgebaut und dieses Modell haben wir auch hier so wie es dargestellt ist, also Zickzack-Werkzeug und hier wurden auch die verschiedenen Parameter, die ich jetzt vorhin erwähnt habe, also die Temperaturänderung, die Biegeradien etc., Blechdeckenänderung und so weiter auch untersucht. Sie sehen hier anhand diesem
Simulationsergebnisse die Spannungsverteilung nach Mies, also als Referenztemperatur war die Raumtemperatur und eine Umformtemperatur von 275 Grad brachte auch geringe Spannungswerte an der Biegekanten innen und außen, wie wir auch später in den nächsten Folien sehen, dass keine Risse entstanden auch an diesen Biegerkanten gegenüber die Teilen, die ohne also auf Raumtemperatur jetzt umgeformt sind. Hier möchte ich den Einfluss der Einführung von Inert Gas auf den Bauteiloberfläche, das Inert Gas seine Auswirkung. Sie sehen hier, das ist eine umgeformte Fläche ohne Inert Gas und die umgeformte Fläche mit Inert Gas. Zu festzustellen ist, dass hier keine saubere Bauteiloberfläche entstanden und auch keine Risse. Und sieht man auch, während bei der Blechen, die ohne Inertgas-Einführung einen schwarzen Rauch, einen Oxid, also Hydroxid, Magnesiumhydroxid gebildet hat. Ja, hier möchte ich die als Maß und Genauigkeit für den untersuchten Blechen, dass die blechdicken Änderung über eine blechdicken Variation von 1 mm zum Beispiel bis 3 mm und mit den optimalen ermittelten Umformtemperaturen, Sie sehen, mit steigender Blechdicke werden diese flächendeckenden Änderungen größer, obwohl hier liegen im Mikrobereich, aber das ist der Trend, wie das hier gesehen. Rechts dazu ist die Härtewerte in der Verfestigungszone zu sehen und das ist dann an der Innenbiegerkante und außen und sieht auch man hier, dass mit steigender Blechdicke werden die Härte auch größer. Aufgrund der größeren plastischen Deformation und dann gegenüber einer höheren Steifigkeit mit der Blechdicke Steigerung. So, ich möchte hier in einem kleinen Videofilm das Tiefziehprozess hier, die wir jetzt hier als Modell hier simuliert haben. Und Sie sehen eine wie eine, also Platine in einem Form wie eine Wanne. Und das ist der Prozess hier, die wir jetzt auch. Ja, analog hier sind auch die Spannungswerte im Innen des Bauteiles und außen an der Boden des Bauteils, also das in Ecken und Kantenradien, sind bei einer Umformtemperatur klein, 100 Pascal weniger gegenüber die umgeformte Blech auf Raumtemperatur. Und das ist auch deutlich hier zu sehen und ein rissfreier Umformteil, also tiefgezogener Teil mit diesem aufgebauten Werkzeug, Stempel und Matriz. Ja, schließlich möchte ich hier einige Anwendungsbauteile, die im Rahmen auch hier dieser Untersuchung und diese Anwendungsbauteile sind von also Querträger für einen Elektromotorauto von Industriepartner als Prototyp hergestellt. Hier wurden 200 Stück hergestellt und dieses, Sie sehen hier diese gebogenen Teile oder umgeformten Teile, unterschiedliche Geometrien, die liegen auf dem Tisch hier bei mir. Und dieses Bauteil auch wurde auch eingesetzt für dieses Autoprototyp. Ja. Ja, zusammenfassend, meine Damen und Herren, wir haben eine Technologie entwickelt, die man mit dem man rissfreien qualitätsgerechte Teile, also Magnesium-Strukturteile, wird mittels Biegprozess und Tiefziehprozess und daraus wurden auch hier folgende Kenntnisse, wie es auch hier dargestellt sind. Also je höher der Umformtemperatur, desto besser ist die plastische Deformation und den größeren Umformgrad. Genauso auch eine Einführung von Inertgas bringt bessere Bauteiloberflächenqualität und sinkt auch die erforderliche Umformtemperatur. So auch mit höheren Biegerradien werden bessere plastische Deformation und geringer keine bzw. keine Risse. Und je größer die Blechdicke, desto werden die Verfestigungszone, Härte der Verfestigungszone in der Umformzone größer. Ausblick hier wurde diese Technologie auch bei der Industriepartner auch in seine Produktion integriert und
mit dem auch die Strukturteile für verschiedene Anwendungen aus Magnesiummaterialien hergestellt werden. Somit bin ich zu meinem Vortrag zu Ende und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.